Herr Busk, welche Mängel haben Sie in Patientenakten festgestellt? Ja, wir müssen aufpassen, dass die Dokumente, die wir in den Patientenakten brauchen, für die Rechtssicherheit, für die Wirtschaftlichkeit und für die medizinische Verwendung der Patientenakte, diese rechtzeitig in der Patientenakte sind, das heißt so zeitnah wie möglich nach Entlassung des Patienten, und dass sie dann in einer sowohl für die medizinische Nutzung als auch für die rechtliche Nutzung und für die Honorarabrechnung, für die Erlössicherung in einer geeigneten Form vorliegen. Wenn es also in diesen Hinsichten Mängel gibt, welche potenziellen Folgen haben diese Mängel für die Krankenhäuser? Ja, ist eine Akte nicht rechtssicher, dann falle ich natürlich unter Umständen vor Gericht bei einem Schadensersatzverfahren auf die Nase. Das heißt, das sind rund etwa 11% aller Schadensersatzgutachten und Prozesse gehen durch an nicht vollständige Patientenakten letztlich verloren. 20 weitere Prozent gehen dadurch schlecht aus, dass überhaupt erst ein Schadensfall durch mangelnde Dokumentation und Missverständnisse im Behandlungsprozess am Patienten entstehen. Das sind insgesamt 31% an Schaden, der entsteht durch mangelnde oder nicht vollständige Dokumentation. Das muss man durch geeignete Maßnahmen versuchen zu verhindern. Das eine sind dann geeignete, praktikable, ergonomische Prozesse, die geschult und in die Routinen des Krankenhauses hineinpassen und dann auch umgesetzt werden von dem Personal und den Mitarbeitern. Qualitätskontrolle im Archiv, dass also ein zeitnaher Zugang der notwendigen Dokumente auch wirklich geprüft und vielleicht sogar mal eines Tages auch im laufenden Betrieb überwacht werden kann. Erkennt üblicherweise das Klinikmanagement die Relevanz, den Stellenwert dieser Dokumentationsaspekte? Ja, das ist leider nicht der Fall. Generell werden die Einführung solcher Verfahren erst als einmal sehr kostenintensiv und personalintensiv erachtet. Und es wird nicht geglaubt, dass ein Return of Invest überhaupt erreicht werden kann. Man sieht zusätzliche Belastungen des medizinischen Personals oder auch führenden medizinischen Personals, denn durch die Einführung elektronischer Prozesse werden oftmals Tätigkeiten auch umgelagert, die in der neuen Routine dann an anderer Stelle zum Tragen kommen. Und das muss auch erst einmal verständlich gemacht werden, dass Leute, die vorher nichts mit der Sichtung von Unterlagen zu tun hatten, nun auf einmal im Stapelsignaturverfahren eingebunden sind und die Dokumente kurz sichten und dann in ihrem Namen elektronisch rechtssicher archiviert werden. Und diese Akzeptanz muss geschult werden. Zum anderen muss man wirklich Formen und Möglichkeiten finden, die Wirtschaftlichkeit dieser Prozesse zu beweisen. Und ein erster Ansatz war eben einmal die Aufstellung einer Statistik, die zeigt, in welchem Volumen Kosten pro Jahr im gesamten Budget des Bundes anfallen, als auch pro Klinik für Aufwendung durch verlorene Prozesse, nur dieser Punkt durch nicht vollständige Patientenakten. Und diese Beträge, diese Summen sind relevant? Die Summen sind absolut relevant und stehen bereits in der Gegenüberstellung so da, dass es überhaupt nicht schwierig ist, die Investitionen für elektronische Dokumentation und Archivierung in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Wir haben die Chance, die Qualität der elektronischen Archive so hoch anzusiedeln, dass wir diese 11%, die uns fehlen an Vollständigkeit der Patientenakte, quasi auf null herunterfahren können.